Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines in der Stadt der ewigen Fluten, Zwergonien. Die Zwerge sind bekannt dafür, dass wir Minen graben, dass wir Löcher buddeln, dass wir Dämme bauen vielleicht sogar. In dem Fall sind wir bekannt dafür, dass wir Flüsse bauen. Ich weiß es auch noch nicht, ob das so gut ist, aber es fließt tatsächlich wieder zurück. Mittlerweile hier unsere U-Bahn-Linie, ja, liegt unterirdisch. Hat es tatsächlich geschafft. Unser Luxushotel steht ein bisschen auf, noch an Höhe. Also ich bin mir fast sicher, dass das funktioniert. Recht viel mehr sollte nicht kommen. Und jetzt wird sich's ausgleichen irgendwann. Wir haben jetzt halt einen Fluss gebaut, der genau durch die Stadt einmal durchläuft. In dem Fall möchte ich das natürlich bis hier drüben auch noch anschließen. Das bräuchten wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ich will aber. Ich will es hier genau neben der Bahnlinie noch durchleiten. Weil wir es einfach früher schon so hatten, aber nie fertigstellen konnten und nie Wasser reinschieben konnten. Deswegen will ich das jetzt einfach noch haben. Ego-mäßig. So, hier müssen wir unser kleines Projekt noch fertig bauen. Genau, hier hinten am Observatorium. Das schaut jetzt am Anfang ziemlich abenteuerlich aus. Aber ich glaube, das wird relativ schnell relativ geil werden. Da ist schon wieder zu viel Erde. Eieiei. Das müssen wir dann noch abebnen, unsere Insel. So, das ist jetzt eigentlich eine Ausgleichsfläche. Die soll ja eigentlich Hochwasser sozusagen ein bisschen abhalten. Aber in dem Fall, da wir kein Hochwasser haben, sei es drum. Behalten wir auch so. Aber einfach, weil es cool aussieht. Direkt neben der Bahnlinie schaut es halt noch viel cool aus. Wie geil. So, es dauert jetzt ein bisschen, bis das alles übernommen wird. Bis das alles schön hier ist. Ja? Wir gehen in der Zwischenzeit über die Autobahn der Liebe. Und zwar. Viele haben gesagt, ich soll hier einfach noch einen fertigen Kreisel machen. Schaut doch scheiße aus. Ja. Ich weiß nicht, was ihr meint. Wir machen das schön. Wir machen das ganze Eck neu. Bam. Ich höre die Ersten sagen, die sagen, oh Gott, der Zwerg ist schon wieder unberechenbar. Richtig. So. Cross. Over. Bam. Okay. So schaut's gut aus. Jetzt kommt der große Moment. So. Der Ring ist zu groß, der ist wahrscheinlich zu klein. Kriegen wir den hier irgendwie da rein? Nicht. Okay. Sag jetzt nicht, der ist zu nah dran. So. Okay.
Was ist denn nur los heute? Es ist schon wieder schwierig mit dir. Ah, komm. So, okay. Also. Der Kreisel führt hier in die Stadt rein. Und hier aus der Stadt raus. Nee, Quatsch. Müssen wir anders machen. Der braucht eine normale Anbindung. Obwohl. Ja, machen wir mal so. So, größerer Kreisel. Höhe. Ich weiß, ich baue hier schon wieder völlig Harakiri für manche ein. Macht aber gerade nix. Tüdelü. So. Hier dran. Und der geht jetzt hier rauf. Bam. Okay. Und der muss jetzt natürlich auch noch irgendwie hier angeschlossen werden. So. Probieren wir es mal. Schaut irgendwie besser aus. Irgendwie schaut es besser aus. Warten wir mal ab, ob es auf Dauer auch hält. Also ich bin zuversichtlich gerade, dass es besser wird. Was wir brauchen, was wir wirklich, wirklich, wirklich brauchen, und da baue ich jetzt wirklich mal so einen normalen Kreisel drauf. Einen großen. Einfach weil es besser aussieht. Was wir wirklich, wirklich, wirklich brauchen, ist ein neues Wohngebiet. Ein etwas größeres Wohngebiet. Ein Wohngebiet, auf das wir stolz sein können. Und das werden wir uns hier irgendwie so lang bauen. Als Krake vielleicht. So. Okay. Dann kommen jetzt hier nochmal solche Dinger rein. Einmal quer durch. Wir bauen den Fisch, meine Lieben. Gut, okay. Jetzt kommen hier noch unglaublich viel so kleine Straßen noch dazwischen. Und dann wird das unsere erste große U-Bahn-Haltestelle werden, die an unser restliches Straßennetz kaum durch, also nur durch die Autobahn angeschlossen ist im Prinzip. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Das wird noch ein bisschen anstrengender, das anzuschließen, dass es auch cool aussieht am Ende. Ich glaube, das wird vom Grundkonzept her wird das richtig geil aussehen am Ende. Es wird ein reines Wohnviertel für alle die sich jetzt fragen, was macht denn der da? Der macht doch nur Blödsinn. Ja, dann habt ihr recht. Das wird reines Wohngebiet werden. Mit viel Glück vielleicht. So. Okay. Jetzt lassen wir das mal so. Das ist jetzt, da haben wir noch ein bisschen Platz für alle Fälle. Aber wir wollen es jetzt nicht überfrachten. Heizverfügbarkeit ist schon ein bisschen geringer geworden. Da werden wir jetzt hier nochmal hergehen müssen. Da reicht es leider nicht mehr ganz aus. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. So, Heizleistung, wie gesagt, gehen wir von hier aus zu unserem Fisch der Liebe. Und schließen das Ding hoffentlich dann auch richtig an.
geht er mit den Röhrchen zum Glück ganz toll. So. Schon alles angeschlossen. Es geht ratzfatz, oder? Großes Wohngebiet. Bam. So, gleich verteilt. Buslinien. Jetzt kommt der Spaß überhaupt. Das wird eine Ringlinie, die hier durchgeht. Wir brauchen natürlich auch noch Strom, das ist auch richtig. So. So, die erste Linie, die hier halbwegs busmäßig durchgeht. Wir machen dann auch Zwischenlinien und so weiter. Aber Strom brauchen wir mit Sicherheit auch, das ist richtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist jetzt dummerweise gar nichts mehr. Also auch hier ist eigentlich ziemlich mager. 20 hätten wir normalerweise. Hier kriegen wir auch nicht viel raus. Wie schaut es denn hier eigentlich mittlerweile aus? Hat sich das da irgendwie verändert? Ah, die Strömung hier ist eine Katastrophe. Das Ding bringt auch gar nichts, ne? Das reißen wir ab. Tsunami! Na? Vielleicht. Okay. Dann Plan B für die Ideen hier. Was stellen wir jetzt hin? Also hier geht zwar ein Stromkreislauf durch. Also wirklich auch noch nicht, ne? So wirklich ist es noch nicht so perfekt. Also noch will da auch gar keiner wohnen. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt ein Neubaugebiet, so groß fast wie ein... Also es ist ein Stadtteil von uns. Das ganze Gebiet hier ist ein großer Stadtteil. Und das gehört aber eigentlich noch zu dem hier dazu. Das wollen wir mal klarstellen, ne? Bis zur Autobahn. Hier ist auch noch das Gebiet hier. So. Und jetzt will da auch jemand wohnen im Lafayette-Platz. Ah, es war noch nicht klar genug, was das genau eigentlich für ein Gebiet ist. So, und hier schließen wir mal mit mehreren Stromaltagen an. Muss ich natürlich jetzt erstmal noch verbinden und alles, das ist alles klar. Das soll auch, aber wie gesagt, jetzt müssen wir dann erstmal gucken. Schaut es eigentlich hier mittlerweile aus? Das Wasser hält sich. Ah, hier ist es mittlerweile auch wieder zurückgewandert, also so gut fließt das auch noch nicht rein. Und hier ist, ja, ziemlich verhalten eigentlich. Fließt hier durch. So crazy viel ist das jetzt auch nicht. Hier der Seitenstreifen ist auch noch ziemlich unbefleckt. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt, aber okay. Mit dem Fluss habe ich jetzt nichts mehr am Hut. Damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das ist mir egal. So, Schluss aus jetzt. So, es muss an der Straße hier platziert werden. Das ist auch erstmal klar. In dem Fall bauen wir es jetzt so hin, einfach damit hier A, Initialstrom da ist und B, es produziert auf jeden Fall gerade mit der Sonnenintensität, die jetzt mittags da ist, momentan 85%, ist ein leicht bisschen diesig gerade. Es geht. Es geht ganz gut eigentlich. So, schauen wir mal. Es wächst und gedeiht. Okay, Plan C, D, E und F. Hier brauchen wir auf jeden Fall Versorgung. Ohne Versorgung ist nämlich hier nichts, kein Spaß. So, Versorgung ist da. Wir brauchen einen Friedhof. Auch da. Wir brauchen eine Feuerwehr. Große Feuerwehr. Wir brauchen eine große Polizei. So, Versorgung hier ist sichergestellt. Jetzt brauchen wir Schulen, Bildung. Auch da. Alles angeschlossen. Unis reichen noch dicke aus. Da haben wir zum Glück sehr viel Kapazität. Jetzt kommen die neuen Buslinien hier mitten rein. Also. So. Wo können wir es machen? Da können wir es machen.
So, erste Buslinie. Und dreht wieder um. Fährt hier vorbei und schließt da an. Bam. Nächste Buslinie. Kommt hier wieder runter, fährt hier wieder hoch, kommt hier wieder runter, fährt hier wieder hoch. So, jetzt muss man mal gucken, die kommt oben lang, das ist auch in Ordnung so. Und zack. So, großes Problem haben wir hier jetzt hier gelöst. Wir können hier immer noch keinen Hafen setzen, weil wir keinen Hafen hier allgemein auf der Karte haben. Ist uns aber jetzt auch ziemlich wurscht, weil wir bauen hier eine City-Metro-Station rein. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier hinten. Hier so in die Mitte rein. Dann schließen wir das ganze Ding hier nochmal an. Bauen hier einmal eine Station rein. So. U-Bahn fährt hoffentlich bald. Ist relativ gut eigentlich alles erreichbar. City Metro. Ich finde diese Haltestellen schön. Finde ich echt hübsch gemacht. Tja, Freunde, aber wie es weitergeht, ihr wisst Bescheid. Das und noch vieles mehr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg, auf Zwergtube, ciao.